Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen in Nassküche. Jetzt haben wir Herbst. Es ist herrlich, es ist frisch. An manchen nassen und kalten Tagen freut man sich natürlich über einen heißen Antopf. Dann kochen wir heute einen Kürbisantopf mit Rindergulasch auf chinesische Art. Na, los geht's! Ein Stück geschälten Knollensellerie in Würfel schneiden. Die Kartoffeln halbieren, vierteln, in grobe gleich große Stücke schneiden, damit sie gleichmäßig gar werden. Den Kürbisstrunk abschneiden, den Hokkaido-Kürbis halbieren, die Kerne mit einem Löffel entfernen, den Kürbis mit Schale in möglichst gleiche große Stück schneiden. 5 Gramm Sichuanpfeffer, 2 Stern Anis, 2 Lorbeerblätter breitstellen. Die Gewürzemischung in einem Teebeutel füllen. Und den Beutel zuknoten. Ein paar Ingwer-Scheiben schneiden, eine Zwiebel in feine Würfel schneiden, Rinderbuck in grobe Stücke schneiden. Das Buckstück stammt aus der Schulter von Rinder, ist perfekt als Suppenfleisch oder für ein Gulasch geeignet. Topf erhitzen, ein Schuss Öl dazu, bisschen 5 Gewürzepulver, Ingwerscheiben rein. Das Fleisch anbraten. Kochendes Wasser füllen, bis das Fleisch bedeckt ist. Gewürzbeutel hineingeben. Decke zu, bis die Brühe aufkocht. Von der Brühe den Schaum abschöpfen. Um Zeit und Energie zu sparen, wird das Fleisch vorab in Schnellkochtopf gegart. Die Brühe in den Topf umfüllen. 17 Minuten Garzeit anstellen, nach dem Kochen warten, bis der Druck von selber abgebaut ist. Wieder ein Schuss Öl in den heißen Topf, bisschen 5 Gewürzepulver, Zwiebel einschwitzen, Kartoffeln und Sellerie in den Topf, umrühren, Hokkaido-Kürbis auch dazu, umrühren, Fleisch wieder umsteigen in den Topf, Brühe umfüllen, bis alles bedeckt ist. Decke zu, weiter kochen. Ein Teelöffel Salz, ein Esslöffel dunkle Sojasauce, 3 Esslöffel Maggi-Würze, also, die Schale von Hokkaido-Kürbis ist gesund, enthält besonders viel Beta-Carotin,
aus welcher unser Körper Vitamin A herstellen kann. Wenn der Hokkaido-Kürbis in Bio-Qualität ist, darf die Schale mitgegessen werden. Kürbis ist ein typisches Herbstgemüse. Hokkaido-Kürbis ist besonders beliebt aufgrund der prächtigen Farbe und des süßen Geschmacks. Seine gesunden Inhaltsstoffe werden sogar in der Naturmedizin zur Behandlung verschiedener Krankheiten eingesetzt. Ich hoffe, dass das Gericht euch gut gefallen hat. Dann sagen wir bis bald!